Mit einem Akkord kann man schon mehrere Lieder spielen. Das sage ich auch immer meinen Schülern, wenn sie zu schnell aufgeben wollen, weil sie es nicht gleich hinbekommen. Das geht zum Beispiel sehr gut mit dem D-Dur-Akkord. Dafür setzen wir den ersten Finger auf die G-Saite und den zweiten Finger auf die E-Saite, beide im zweiten Bund. Und den dritten Finger auf die H-Saite, hier im dritten Bund. Beim D-Dur-Akkord spielt man die erste und zweite Saite theoretisch nicht mit. Das klingt dann so. Jetzt machen wir mal Abschläge nur. So hat man schon das erste Lied gespielt. Wem das jetzt zu langweilig war, der kann ruhig mal ein Schlagmuster wie dieses hier nehmen. Eins, zwei und drei, vier und runter, runter, hoch, runter, runter, hoch. Und das können wir jetzt gleich mal zu dem Herbstlied Kleiner Igel spielen. Weihnachtslied. Vielleicht habt ihr auch noch ganz viele eigene Ideen, wie ihr zu dem Lied Bruder Jakob dazu spielen und singen könnt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare.